Die Geschichte von Alexander beginnt mit einer riesigen Chance, aber auch mit einem Problem. Und ein paar Jahre später gibt es auch ein Problem mit einem anderen Spieler. Und es kommt zum direkten Duell und dann geht es für Hunter um alles. Gegen die besten Spieler und Clubs der Welt muss er sich beweisen. Kann er seine Chance nutzen? Was wird ihm bei diesem Anruf gesagt und wird in dieser Szene ein Freund zu einem Feind? Dranbleiben lohnt sich, es wird extrem viel passieren. Und die Geschichte startet hier im Regionalpokalfinale von der U11. Los, Alex! Das wird wahrscheinlich seine Mutter sein. Noch eine Minute. Und da sein Opa. Spute dich, Alex, na mach schon. Oh, hier liegt ein entscheidender Treffer in der Luft. Rebling ist schon mal richtig am Start. Komm schon, hau hier rein. Alter, was ist das denn hier? Na, no, was war das denn? Min Foul. Jetzt fall doch nicht hin, Alex. Eine Blamage. Was ist falsch mit ihm? Machst du Witze, Harold? Hey, Schiedsrichter, es war ein Foul. Und die Grätsche hätte mal lieber den Vater treffen sollen. Pech, Mann. Jetzt gibt's Elfmeterschießen. Jetzt wird's so richtig spannend. Danke, Guess. Siehst du, George, hab doch gesagt, der Junge hat Talent. Englische Messi, sag ich. Mein Sohn fällt doch nicht so einfach hin. Eine Schande ist das. Größte Schande bist du gerade. Also hör mal, wenn du so über unseren Jungen redest, dann solltest du lieber... Hey, ich will, dass er ein richtiger Spieler wird. Verzieh dich einfach. Also gut, dann geh ich jetzt. Das wird dich keiner aufhalten, Mann. Na endlich. Also wenn man so einen Vater hat, dann braucht man echt keine Feinde mehr. Oh Mann, der arme Alex. Oh, direkt zum Starten in Elfmeterschießen. Es wird hier also so richtig, richtig spannend. Und der erste Elfmeter geht nicht rein. Okay, das ist überhaupt kein guter Start. Aber zumindest der Support von der Mutter und auch vom Opa. Okay, jetzt das andere Team kommt. Nummer 27 verschießt und er verschießt. Sehr gut, wir können doch hier nicht mit einer Niederlage reinstarten. Das ist Alexander und der muss gleich aufschießen. Und gleich ist genau jetzt. Ist das jetzt schon der letzte Elfmeter oder was? Das wird der entscheidende Elfmeter sein. Und das ganze Ding müssen wir jetzt hier selber übernehmen. Oh mein Gott, da läuft schon an. Und der Ball geht rein. Fast verhungert der Ball. Kürzestes Elfmeterschießen aller Zeiten, aber komplett egal. Ja, der wurde ja so richtig ins Tor reingehämmert. Da hat er recht. Und jetzt sind wir hier im Zimmer von Alex Hunter, Man United Poster. Das ist ein Traumverein, den ich am Anfang ausgewählt habe. Oh, Londons beste Mann. Beste Übersetzung auch am Start. Hey, die erste von vielen. Hängen Sie hierher. Wird eine Trophäensammlung. Unser Sieg war ihm egal. Ich, gehe jetzt lieber. Mom will sicher wissen, wie es war. Wir sehen uns Montag in der Schule. Gutes Spiel von dir heute, Gareth. Wirklich? Ja. Danke, bis dahin, Sir. Hey, Alex. Champions! Okay, jetzt wird's, glaube ich, ernst. Alles in Ordnung? Ja, trotzdem Sieg im Finale. Leider irgendwie nicht alles in Ordnung hier. Komm, was ist los? Okay, das Gespräch, das wird jetzt hier wichtig. Fußball. Das will ich spielen. Wie du und wie Dad. Aber mehr wie du als wie Dad. Es gibt einen Unterschied zwischen Spiel und harter Arbeit. Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. George Baker hat heute zugesehen. Er war beeindruckt. Der Scout? Ja. Oh, da ist was in der Luft. Hier. Der ist für dich. Ich habe damit mein 100. Tor gemacht. Februar 69, Coventry City auswärts. Volley mit links. Der saß wie eine Eins. Was ein Macher. Hier, möge er dir Glück bringen. Sicher, Großvater. Oh ja. Ich werde täglich damit trainieren. Na gut, dann fang mal an. Okay, das Lachen verstehe ich irgendwie nicht so richtig, aber guter Mann. Oh oh, irgendwas geht gleich kaputt. Oder die Nachbarn kommen. Sieben Jahre später, Autogramm von Hazard und jede Menge neue Pokale sind auch dazu gekommen. Und er spielt hier immer noch Fußball in seinem Zimmer und das sieht man auch ganz deutlich hier an der Wand. Oh, und der Opa kommt rein. Es ist Zeit, Alex. Oh, was kommt jetzt? Alex Hunter ist schon mal erwachsen oder ist zumindest groß. Jetzt geht's los. Es geht los mit The Journey.
Oh mein Gott, bin ich gehypt. Ich habe das Ganze selber noch gar nicht gespielt, auch noch nicht angeguckt. Das soll storymäßig aber das Beste sein, was es jemals von EA gab. Deswegen bin ich extrem gespannt. Wir werden sehr viele Cutscenes sehen. Wird wieder Zeit hier für eine längere Serie auf dem Kanal. Falls ihr das sehen wollt, lasst unbedingt einen Like da. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal hier kostenlos, um keine Folgen zu verpassen. Und damit wir in diesem Jahr auch noch die 100.000 Abonnenten knacken. Dann gibt es nämlich 10 Specials, die ihr euch aussuchen könnt. Sichtungslehrgang hier für die Premier League. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben direkt die nächste Cutscene hier am Start. Dicke Autos sind auch am Start. Aber mit so einem fahren wir noch nicht. Mist. Wie oft denn noch, Mann? Halt die Klappe. 4 Jahre auf der Akademie und heute geht es um alles. Dass wir mal bei einem Sichtungslehrgang dabei sein werden. Und es ist nicht nur eine Story, die wir uns hier angucken können, sondern wir können auch selber Entscheidungen treffen. Okay, ich würde sagen, wir bleiben hier einfach mal konzentriert. Einfach konzentrieren, Gas. Konzentrier dich, Junge. Hört zu, Jungs. Seht das nicht als Sichtungslehrgang, okay? Seht's als Chance zu beeindrucken. Geht da raus und zeigt, was ihr drauf habt. Josh Baker ist zwar hart, aber für gute Spieler hat er ein Auge. Und ihr seid genau das. Ja, Mann, let's go. Genau das wollte ich hören. Wann bist du so erwachsen geworden? Der doch bloß hier, Mann. Hey. Nee, der wird wieder irgendwas Komisches sagen. Heute geht's um dich, Alex. Aber den Vater werden wir bestimmt noch sehen. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Schicke Karre, Mann. Wer ist er denn jetzt? Komm doch her, wenn du dich traust. Komm, wir gehen voll auf Konfrontation. Hey, komm her und sag das nochmal, Williams. Ich hab leider keine Zeit für dich. Ich muss nämlich in die Premier League. Kriegst doch eine Postkarte. Kann der auch normal reden? Ignoriert ihn einfach. Euer Talent spricht für sich. Okay, ich glaube, das ist der neue Lautaro Martinez. Wieso hat der einen Profivertrag? Auch da bin ich gespannt, was noch mit dem Feind alles passieren wird. Und jetzt bin ich gespannt aufs Training. Ihr Jungs seid heute hier, um zu beweisen, dass ihr die notwendigen Fähigkeiten für eine Profilaufbahn habt. Oh, da ist er ja direkt wieder. In den letzten Jahren habt ihr trainiert und wart in diversen Fußballakademien. Aber aus irgendeinem Grund musstet ihr gehen. Und die Liga organisiert diese Sichtungslehrgänge, damit auch wirklich kein talentierter Nachwuchsspieler durchs Raster fällt. Das ist also eure Chance, mir zu beweisen und all den anderen Scouts aus dem ganzen Land, die hier sind, dass ihr alles habt, was man braucht, um Profi zu sein. Aber vergesst nicht, die meisten fallen durch. Für viele heißt das, heute wird der Weg zu Ende sein. Aber für manche ist das vielleicht der Anfang einer Profikarriere, auf die ihr hingearbeitet habt. Alles, was ihr tut, jede Drehung des Balls wird von uns verfolgt und entscheidet über eure Zukunft als Fußballer. Diese Jungs hinter mir haben schon ihren Profivertrag. Sie wissen, woran sie sind. Sie sind das Maß. Und heute werdet ihr gegen sie spielen. Also zeigt, was ihr könnt. Okay, es gibt also direkt das Duell gegen Danny Williams. Dem müssen wir es jetzt hier so richtig zeigen. Hey, Williams kommt wieder rüber zu dir. Was hat der denn für ein Problem? Konkurrenz ist immer gut, komm. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, müssen jetzt auch nicht aus jeder Situation was Großes machen. Ich glaube, da werden wir noch genug Gelegenheiten haben für einen richtigen Streit. Hunter. Hör zu, ich weiß, dass du dich selbst für eine Art multitalentierten Spieler hältst, der alles beherrscht. Aber heute wirst du dir die für dich beste Position aussuchen. Also gib dein Bestes, verstanden? Beeindrucke die Scouts, okay, Junge? Wie entscheidest du dich? Oh, wie entscheide ich mich? Ja, wir gehen natürlich auf Stürmer, würde ich sagen, oder? Wie in der klassischen Spielerkarriere ist das eigentlich das Beste? Du trittst in die Fußstapfen deines Großvaters, hm? Okay, Junge, dann mach ihn mal stolz. Okay, jetzt wird es ernst. Jetzt müssen wir liefern. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir ein richtig guter Spieler sind. Gut, jetzt kommt. Ein schnelles 11 gegen 11. Trennen wir die Männer von den Jungs. Und danach widmen wir uns Drills. Und einem weiteren Durchgang 11 gegen 11 für die besten Spieler. Okay, Jungs, dann zeigt, was ihr drauf habt. Okay, los geht's hier.
Das ist der allererste Ballkontakt und wir spielen sogar mit allen Spielern. Also eigentlich will ich ja nur mit Alex Hunter spielen. Aber gut, vielleicht können wir diesen Williams dann ja umgrätschen oder so. Oh, gucken wir mal auf die erste Szene. Da sind wir nicht im Abseits. Sehr gute Sache, kurz gedacht. Aber Situation geht weiter. Alex Hunter vielleicht mit der ersten Vorlage. Nein, aber der Ball kommt zurück und der Ball geht an den Pfosten. Leider nur fast ein richtig guter Start. Nächste Aktion. Hunter wird gesucht und Hunter macht den Treffer. Aber leider steht er im Abseits. So, nächste Aktion. Jetzt kommt Hunter hier einfach mal durch. Direkt die nächste Grätsche, die wir kassieren. Aber jetzt muss er durchlaufen. Hunter, das sieht richtig gut aus. Aber der Verteidiger ist leider noch am Start. Jetzt muss der Ball reinkommen. Der Ball ist einfach noch nicht im Tor. Und jetzt Hunter im Strafraum. Hunter jetzt hier mit dem Schuss. Ja, vielleicht ein bisschen eigensinnig. Aber ich glaube, das müssen wir hier bei diesem Lehrgang auch sein. Und jetzt ist hier auch die erste Halbzeit gespielt. Ich weiß, da geht noch viel mehr. Wir sind doch in Topform, oder? Erstmal warm machen, dann zeigen wir denen, was Sache ist. Ja, so gefällt mir das. Erstmal warm machen, ganze Halbzeit. Oh, wir sehen aber hier Rang 1. Das ist eine richtig gute Sache. Hey, ich dachte, es gibt noch eine zweite Halbzeit. Jetzt zeigt mal, wie gut ihr den Ball in die Ecke des Tors schießt. Diesmal sind wir hier nicht die Nummer 1, aber wir sind ehrgeizig und machen das Ganze hier nochmal. So, jetzt sind wir aber auf Platz Nummer 1. So, Jungs, hier kommt Platz 1 aus dem Weg. Verdammt, Hunter. Was war das denn? Ach, du hast Videos über mich studiert. Also dich gucke ich mir nicht freiwillig an, Bro. Bist du nervös? Angst, Potter? Mach ich dich nervös, Williams? So ist das, wenn man mit den Großen spielt. Ach ja? Mach doch mal was vor, Hunter. Nee, danke, Bro. Sonst kopierst du noch. Geh rein in die nächste Übung. Und für Alex Hunter geht's natürlich direkt das nächste A. Und hier sind wir natürlich auch wieder am Start. Ja komm, wer A sagt, der muss auch B sagen. Jetzt wird's ernst. Jetzt spielen 11 gegen 11. Eure letzte Chance, uns zu zeigen, was ihr könnt. Positionsspiel, Technik, Teamgeist, das alles wollen wir hier sehen. Viel Erfolg, Leute. Das war super, Hunter. Das überrascht mich nicht. Fußball scheint dir im Blut zu liegen. Will konzentriert bleiben. Noch ist hier gar nichts am Start. Ich muss mich konzentrieren. Viele Spieler sind hier gut. Eine solche Einstellung ist der erste Schritt zur Profilaufbahn. Oh, jetzt hier auf Hunter. Der kommt an den Ball und der muss den Ball jetzt hier reinmachen. Nein, der macht den Ball hier nicht rein. So, da ist Gas Walker. Der bringt den Ball hier rein. Das ist leider der falsche Mann. Aber Hauptsache erstmal ein Treffer. Oh, Walker jetzt hier mit dem Ball auf Hunter, aber was ist das für eine Grätsche? Oh, jetzt kommt Williams und den müssen wir hier einfach mal umgrätschen. Und jetzt ist das Ding auch wieder vorbei. Ja, das Ganze habe ich mir anders vorgestellt. Und eben haben wir mit dem Team gespielt. Ich will aber nur mit Alex Hunter spielen. Bringt einfach ein viel besseres Feeling. Sehr gut, Leute. Ihr habt wirklich tollen Einsatz gezeigt. Harte Arbeit im Training ist der erste Schritt, um ein Profi zu werden. Und davon habe ich heute viel gesehen. Einige von euch sahen sogar wie echte Spieler aus. In den nächsten Tagen werden die Scouts ihre Bewertungsbögen durchgehen, so wie ich. Manche von euch haben vielleicht Glück und kriegen einen Vertrag. Aber auch wenn das Handy nicht klingelt, gebt nicht auf. Bleibt weiter dran. Verbessert euch. Wenn ein Rückschlag allein euch aus der Bahn wirft, ist Fußball nicht das Richtige für euch. Okay, Jungs, das war's für heute. Viel Glück euch allen. Okay, jetzt müssen wir ja wahrscheinlich auf eine Entscheidung warten. Hoffentlich reicht es hier mit der Leistung. Da hätte auf jeden Fall mehr gehen können. Williams, der labert und labert. Wann hält er die Klappe? Lass ihn einfach labern, Alter. Hauptsache, wir können spielen. Hast recht, Mann. Aber wäre doch cool, wenn er rausfliegen würde. Mann, das wäre traumhaft. Echt großartig. Ich muss gleich zur Arbeit. Wird nicht mehr lange dauern. Denkst du, Alex geht es gut? Er hat viel über seinen Dad geredet in letzter Zeit. Vielleicht hat ihn der Druck des Sichtungslehrgangs etwas überfordert. Er hat gut gespielt heute. Ja, da wäre auf jeden Fall mehr gegangen. Ich glaube, das sagt er in jeder einzelnen Situation, egal wie man spielt. Hör mal, Catherine. Wegen Harold. Vielleicht hätte ich nicht ständig und immer zu allen Spielen reisen sollen. In mancher Saison war ich 10 Monate im Jahr fort. Aber du bist immer wieder gekommen, Jim. Du hast niemals deine Familie verlassen. Nein, ich folgte meinen Träumen. Harolds Verletzungen haben ihn letztendlich ruiniert. Das war klar. Ja, du konntest deinen Träumen nicht mehr folgen. Ich meine, du hast alles aufgegeben. Es war so klar, dass er nicht erfolgreich war, der Vater. Ich werde es wieder tun. Zumindest ist die Mutter da vernünftig am Start. Er will einfach so sein wie du. Unsere Eskorte.
Hi. Hey, was sagst du, Großvater? Ja, das war eine super Leistung, Junge. Spitzenklasse, du warst phänomenal. Ich bin so stolz auf dich. Ja, so gut waren wir jetzt auch nicht, aber egal. Zu Recht, Mrs. Hunter. Vor allem, wenn es in der Familie liegt. Wer ist er denn jetzt? Wuchtiger, zielstrebiger Stürmer, kampfstark, eiskalter Killer. Fast ein Vorläufer von Didier Drogba. 22 Tore, 68, 69. Sie sind Jim Hunter, richtig? Kenn ich Sie? Ich hatte früher Sammelkarten. Schön für dich. Michael Taylor, Rising Stars Fußballagentur. Wir sind absolut die Richtigen für junge potenzielle Talente. Und ihr Jungs habt Talent ohne Ende. Ihr sucht einen Repräsentanten, ruft an. Tag oder Nacht, Weihnachten, wann immer. Klar, danke. Wir denken drüber nach. Kommt gut nach Haus. Von dem habe ich gehört. Den gab's schon, als dein Dad noch spielte. Ja, der wird bestimmt auch noch irgendwas Komisches machen. Wir sollten ihn anrufen. Das merkt man auch direkt schon im ersten Gespräch. Na los. Leider nur Rang 5 hier beim Sichtungslehrgang. Okay, weiter geht's hier. Ich glaube, die Wand, die muss mal gestrichen werden. Alex, der Agent ist hier. Jim! Was für ein Jammer, dass Sie Spieler waren, bevor das Geld der TV-Sender floss. Danke für die Info. Für Spieler wie Sie könnte ich prima Deals rausschlagen. Ja klar, uns ging's nicht ums Geld. Natürlich nicht. Publikumsliebling. Bodenständig und so, hm? Der Opa hat so maximal keinen Bock, aber auch verständlicherweise... Zeichnen Sie? Ich entwerfe, naja. Früher, ich würde gern wieder damit anfangen. Ist lange her. Oh Mann, ist das unangenehm. Da ist er ja, mein Lieblingsklient. Okay, wie fake willst du im ersten Satz direkt sein? Ja, ich würde irgendwie am liebsten schweigen, aber wäre schon ein bisschen komisch. Schön, Sie zu sehen. Ja, das weiß ich noch nicht so. Sicher doch. Wetten, das sagen Sie zu all Ihren Spielern? Ja, das war die richtige Antwort. Ja, junger Mann, da liegst du falsch. Nur zu Spielern zwischen 15 und 40 Jahren wahrscheinlich, oder? Kommen Sie, sagen Sie's. Was denn? Hau raus, was ist los? Nachdem du bei mir unterschrieben hast, habe ich die Fühler ausgestreckt. Offenbar hast du viele ganz schön beeindruckt. Sie haben ein Angebot? Mehrere. Oh, echt jetzt? Boom, let's go. Hau raus, das Ding. Ich habe seit Jahren keinen Kerl mehr aus den Sichtungslehrgängen gesehen, der für so viel Furore gesorgt hat. Junge Spieler wie du sind Gold wert, Alex. Jedes Team in der Liga reißt sich um deine Unterschrift nach der Leistung, die du gezeigt hast. Auf meinem Schreibtisch liegen stapelweise Angebote. Lass uns jetzt nur nichts überstürzen, okay? Die Top-Teams bieten dir etwas mehr Geld an. Aber du würdest natürlich auch seltener spielen. Doch nur durch viel Praxiserfahrung wird aus dir ein guter Spieler. Also lass dir Zeit, okay? Ist eine wichtige Entscheidung. Und ich glaube, jetzt haben wir einfach die Auswahl zwischen allen Premier League-Clubs. Mit den Red Devils muss man nach wie vor rechnen. Vor allem unter José Mourinho, der schon überall Pokale gehamstert hat. Eines solltest du jedoch bedenken. Sie haben Offensivkräfte ohne Ende im Kader. Ibrahimovic, Rooney, Rashford, Martial. Von daher gesehen wäre selbst ein Bankplatz schon ein echter Kraftakt. Ja gut, wenn wir die Namen nochmal hören, dann vielleicht doch nicht Man United, Leicester City. Ja, die sind gerade Meister geworden. Fußball ist schon ein eigenartiger Sport. Vor 12 Monaten wäre Leicester fast abgestiegen. Und jetzt geht der Club als Meister in die neue Spielzeit. Was natürlich an der tollen Arbeit von Claudio Ranieri und am Teamgeist liegt. Die Titelverteidigung wird zwar schwer, aber der Verein will an die letzte Saison anknüpfen und auch im Europacup bestehen. Angesichts des recht dünnen Kaders stehen deine Chancen auf Spielzeit eigentlich recht gut. Oh, das ist doch eine gute Chance, oder? Wir wechseln hier zum Meister, spielen Champions League und haben auch die Chance, ein bisschen zu spielen. Dann steht's fest. Ich mach mich dann an die Arbeit und erledige die Papiere. Das hast du verdient, Alex. Nicht mehr lange bis zum ersten Profispiel. Ein bedeutsamer Tag, Alex. Mit dem Vater gab's da bestimmt schon schlechtere Tage. Und jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir darauf reagieren. Aber noch ist hier nichts erreicht. Wir bleiben hier erstmal cool. Das ist erst der Anfang. Das wird ein harter Weg. Und ich hab so richtig Lust, den mit euch gemeinsam hier zu gehen. Und es wird noch besser, junger Mann. Scheint, als hättest du und dein Freund Gareth denselben Geschmack bei der Auswahl eures Teams. Let's go! Echt jetzt? Das ist wunderbar!
Okay, irgendein Typ hat hier was getwittert. Ich bin nicht überzeugt, dass Leicester City mit Hunter und Walker an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen kann. Hashtag, wo bleiben die Megatransfers? Alle fragen sich, wo sind die Stars? Okay, so ganz überzeugt sind die Medien und die Leute natürlich nicht von dem Transfer. Wir sind am 6. Juli und jetzt gibt's hier direkt den ersten Trainingstag. Oh, davor sehen wir aber noch eine Cutscene. Mahrez läuft da einfach mal lang. Leicester City, wir sind in den Building drinne. Warte, ist das... Hat der mir zugenickt? Das galt mir. Schon klar. Hunter, Walker, los, kommt. Trainer. Jetzt wechseln die beiden hier einfach mal zum Meister der letzten Saison. Okay, erstmal dürfen wir nicht mit dem Trainer reden. Wer ist er? Na, ihr habt euch wohl schon umgeschaut. Der ist unser Butler, okay, perfekt. Bisschen anders als erwartet, hä? Der Trainer zum Beispiel. Erwartet nicht, dass er für euch den roten Teppich ausrollt oder euch fragt, wie es vorangeht. Der hat Besseres zu tun, als mit Youngstern zu reden. Digga, was ist das für ein Trainer? Gewöhnt euch daher gleich an mich. Ja. Ihr seid jetzt bei den ganz Großen. Da müsst ihr auch mehr bringen. Kein Problem. Direkt. Das schaffen wir locker. Was, Gas? Null Problemo. Klar doch. Oh Mann. Wenn ich das so sehe, dann wird er so voll auf die Schnauze fliegen. Mein Tipp an euch Jungs. Strengt euch beim Kennenlernen eurer Teamkollegen genauso an wie im Training. Verschiedene Persönlichkeiten sind hier im Team mit großen Egos. Wenn wir Erfolg haben wollen in der Premier League, muss die Chemie stimmen. 11 Einzelspieler bringen uns nicht weiter da draußen. Ja, ich glaube, da wird aber nicht immer alles glatt laufen. Schön, legt los. Trainingsbeginn in 15 Minuten. Und dann will ich, dass ihr nicht mehr wie ein Haufen Boyband-Deppen auf meinem Rasen rumlauft. Es gibt nur eine One Direction hier für euch, und zwar die in den Umkleideraum. Okay, cooler Spruch, Bro. Wir werden alles geben, Mr. Butler. 14 Minuten. Wir sehen doch gut aus. Ich find's okay. Okay, so, erste Trainingseinheit hier bei Leicester City. Schön, wie ihr alle wisst, haben wir heute zwei neue Jungs bei uns. Alex Hunter und Gareth Walker. Das heißt aber nicht, dass der Rest von euch Schonzeit hat. Ich will Zweiergruppen, 1 gegen 1. Gaio, du nimmst Hunter. Bernard, du nimmst Walker. Mal sehen, was die neuen taugen. Okay, wir bekommen, glaube ich, gleich direkt die nächste Grätsche rein. Yes. Das ist Lili, ich bin Toro. Welcher von euch ist Hunter? Ich. Moin. Bereit für eine Lektion? Ich bin bereit. Wir wären dann soweit, hombres. Wir bleiben erstmal hier ganz cool bei den Teamkollegen. Der Beef, der kann später noch kommen. Beziehungsweise den sparen wir uns dann lieber einfach für Danny Williams auf. Ja, erteilen wir Ihnen eine Lektion. Ist das Spanisch? Ich weiß, Mann. Okay, hoffentlich läuft es besser als hier mit der Übersetzung. Und das hier sind unsere aktuellen Werte, die können wir natürlich durch das Training verbessern. Dann gibt es noch Skillpunkte, aber das Ganze werden wir natürlich gemeinsam entdecken. Training sorgt für Perfektion, Jungs. Und genau diese Perfektion streben wir an. Also los jetzt. Jetzt sollen wir hier verteidigen? Wir sind doch Angreifer. Ja, das haben wir uns natürlich hier anders vorgestellt. Ich dachte, wir sind wie die Superstars und dürfen einfach vorne rumstehen. Sehr guter Start schon mal. Und auch beim Tempo-Dribbling gibt's die beste Note. Oh, und diese Animation wie damals. Wie bei FIFA 16, wo man damals immer noch die Spieler trainiert hat. Allein das gibt mir schon so ein bisschen Flashback-Vibes. Sehr schön, Alejandro. Was für Alejandro, Omre? Alex... Mein Anfängerglück vielleicht. Gönn doch einfach. Vielleicht. Schön, dass du Freundschaft schließt, Hunter. Hey, je besser die Chemie ist, desto besser ist das Spiel. Zu viel Text, hallo. Aber denk dran, nicht jeder nimmt Niederlagen so nett hin wie Toro hier. Bin gestolpert. Was ist da denn los, hä? Bin gestolpert? Ich hab gar nichts verstanden hier. Zwei Themen auf einmal. Und vergesst nicht, wollt ihr ins Team, müsst ihr alles geben. Immer wenn ihr dieses Trainingsfeld betretet. Und vor allem, wenn ihr mit auf Vorsaisontour wollt. Ab unter die Dusche. Ist der Trainer dann auch wieder dabei oder sehen wir den Trainer echt gar nicht? Oh, nächste Szene direkt. Jetzt sind wir hier am Handy. Traurige Stimmung. Gesehen, dass über 96% nicht abonniert haben. Der silberne Playbutton hätte hier schon längst an der Wand hängen können. Aber mal Spaß beiseite, das sieht hier gerade echt nicht gut aus. Okay, die Tür ist einfach offen. Die Mutter kommt da einfach mal ganz casual mit dem Laptop. Haben wir gerade das Handy versteckt? Du weißt, wenn du draufstarrst, klingelt es sowieso nicht. Okay, das, was wir gleich hoffentlich bekommen, ist ein Anruf von dem Trainer, dass wir beim Vorbereitungsturnier mit dabei sind. Das wäre natürlich schon mal ein großer Schritt hier. Das wären dann unsere ersten Spiele für Leicester City. Gibt's Angebote? Wie meint er jetzt Angebote? Geduld ist eine Tugend. Wechseln wir vielleicht doch noch irgendwie den Verein, oder was? Und wenn er mich nicht mitnimmt? Okay, ist, glaube ich, nur ein Übersetzungsfehler.
Das ist deine erste Vorsaison. Hab Geduld. Es ist Amerika, Mom. Für dich gibt's eine Tour. Okay, was passiert jetzt hier? Ich hab's doch gesagt. Hey. Okay, jetzt ist er auf einmal am Handy. Hi, Mr. Butler. Ja. Mhm. Ja, sicher. Ich verstehe. Ich verstehe nichts, aber es fühlt sich nicht gut an. Cool, ist gut. Ist gut, heißt meistens, ist nicht so gut. Danke. Okay, das hört sich irgendwie nicht so richtig gut an. Ich glaube, der weint hier gleich. Und? Boah! Ab auf die Vorbereitungstour, ja. Let's go! Das ist es, Alex. Das ist es. Das ist es wirklich. Oh, jetzt wird sie aber ernst. Auf Anzug angelehnt. Mann. Sicher, dass das funktioniert? Okay, Walker hat da leichte Schwierigkeiten. Keine Ahnung, mehr Power vielleicht. Wie viel Power denn noch? Oh, da kommt gleich eine französische Ansage. Das stellt sich aber auch ein bisschen blöd an. Jungs, was macht ihr eigentlich mit euren Vielfliegermeilen? Einfach ignorieren. Ich dachte, so ginge das. Ist nicht wichtig. Keine Sorge, Gas. Wenn wir auf dieser Tour Leistung bringen, kriegen wir Privatjets. Ja, das wird ein Traum, Mann. Das wird ein Traum, Mann. Bien sûr. Privatjets für unsere großen Stars. Monsieur Messi nimmt den Bus. Okay, nicht mal auf der Bank gesessen und schon solche Sprüche. Wie geht das denn? Einfach den Knopf da drücken. Okay, mit dem Sitz hat dann doch noch alles geklappt, sehr gut. Ja, perfekt. Nicht ganz synchron, aber sieht gut aus. Und jetzt gibt es hier direkt das allererste Spiel gegen Paris. Ja, und es spielt einfach mal die maximale B11 bis auf Mahrez. Hat keiner eine 80er Gesamtstärke. Aber jetzt wollen wir natürlich mit Hunter vorne für die Tore sorgen. Das allererste Mal hier gleich im Leicester-Trikot. Komm, jetzt brauchen wir hier eine gute Leistung. Okay, rein geht's in die Arena. Rolf Fuß und Frank Buschmann sagen Hallo und Willkommen zum Spiel Leicester City gegen PSG. Und wir melden uns hier aus dem Century Link Field. So, Position, Bankwärmer. So, Buschi, zwei Nachwuchstalente auf der Bank heute, Alex Hunter und Gareth Walker. Ja, und für die ist diese US-Tour natürlich eine Riesenchance, vielleicht den Weg ins Team zu schaffen. Schauen wir mal, ob sie heute ihre Minuten bekommen. Anstoß, Leicester City. Ja, los geht's, wir gucken mal von außen, wie das Ganze hier aussieht. Der Ball läuft gut. Nicht so viele gute Spieler auf dem Feld, aber das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, direkt das 1-0. Tor für Leicester. Super gemacht. Das ist die verdiente Führung. Ist eine gute Sache für uns, oder nicht? Hunter, aufwärmen. Oh, gleich könnte es soweit sein mit dem ersten Einsatz. Gibt's gleich den Wechsel bei Leicester. Hunter und Walker machen sich warm. Auf die beiden dürfen wir sehr gespannt sein, Wolf. Alle versprechen sich so viel von den beiden Youngstern. Sie werden wechseln. Halbe Stunde vor Schluss kommt Alexander rein. Hunter mit der 29 kommt hier rein zum allerersten Mal auf dem Feld für Leicester City. Oh, jetzt kommt der Ball auf Hunter. Sehr gut weitergespielt, wollte ich gerade sagen. Ja, so war das nicht geplant, aber es geht trotzdem gut. Jetzt muss Hunter hier durchkommen. Geschwindigkeit haben wir noch nicht geupgradet. Gut verteidigt hier. Aber die hätten wir gebraucht in dieser Situation. Ball kommt jeder zurück von Marquinhos. Wir müssen es selber versuchen. Hunter macht den Ball rein und bleibt hier erstmal im Keeper stecken, aber jetzt müssen wir natürlich jubeln, das ist der allererste Treffer hier. So, erstes Tor geschossen, vielleicht dürfen wir dann auch irgendwann mit dem Trainer reden. Und jetzt gibt es hier nochmal den Treffer von Paris, aber wird ganz egal sein, denn wir sind schon hier in der 90. Minute und unsere Pflichtaufgabe haben wir ja schon gemacht, aber vielleicht in der letzten Aktion können wir direkt nochmal einen zweiten Treffer machen, den machen wir selber, aber der geht leider nicht rein. Und jetzt ist hier auch das allererste Spiel für Leicester vorbei. Besonders auf Hunter und Walker haben wir heute ja geachtet. Wie fällt dein Fazit aus? Also vor allem Hunter hat hier schon mal ein Statement gegeben mit seinem Tor. Also ich bin wirklich gespannt, wohin die Reise geht. Hunter hat hier den entscheidenden Treffer gemacht. Genauso kann es weitergehen. Oh, und gleich geht's wahrscheinlich hier gegen Dortmund. Und jetzt haben wir hier noch eine Kabinenszene. Habe ich das jetzt nur geträumt? Nee, das ist tatsächlich real. So wie der Champions League-Rekordsieger. Kann es auch nicht fassen. Wir haben es geschafft. Das ist nur der Anfang. Jetzt geht die Karriere los.
Let's go. Und jetzt bekommen wir sogar noch Geld dazu. Transferwert 4 Millionen, 8.800 Follower. Es geht voran und bei der Gesamtstärke auch. Und auch die Skillpunkte kommen dazu. Und die wollen wir diesmal auch einsetzen. Wir brauchen hier einen besseren Antritt. Und den können wir hoffentlich auch direkt im nächsten Spiel hier unter Beweis stellen. Das ist unser Hotelzimmer. Hat Hunter da eventuell eine große Rolle gespielt? Hashtag nö, ich habe das entscheidende Tor hier mit Hunter gemacht. Was ist los? Und jetzt gehen wir hier am 20. Juli direkt in das nächste Spiel gegen Dortmund. Oh, excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexente. Bis demnächst. Ja, zu Hause hängt noch ein Poster von Marco Reus. Jetzt haben wir ihn hier getroffen. Jetzt einfach mal Doppelsturm mit Walker. Das ist doch eine richtig gute Sache. Mal gucken, wie es hier gegen Dortmund läuft. Was sagst du zum Debüt von Hunter? Hat mich überzeugt, hat sein Tor gemacht. Der deutet an, was er drauf hat. Und später in der Karriere wollen wir bestimmt auch nochmal in die Bundesliga. Hier wollen wir natürlich schon mal einen guten Eindruck hinterlassen. Oh, das sieht doch schon sehr gut aus. Wir kommen mal hier aus dem Mittelfeld. Da kommt der Ball in den Strafraum. Oh, das könnte gefährlich werden. Komm, der muss hier rein. Der Ball geht nicht ins Tor rein. Oh, das könnte eine gute Aktion hier werden. Jetzt kommen wir hier mal über außen, aber ziehen natürlich direkt schnell in die Mitte rein. Und jetzt müssen wir den Pass hier spielen. Komm schon, Walker, mach ihn rein. Ja, leider aber nicht der erste Treffer hier von Walker. Leider nicht unsere erste Vorlage. Aber wir sehen direkt hier den nächsten Ballgewinn. Jetzt bringen wir den Ball auch direkt mal wieder rein. Und den Ball bekommen wir vielleicht wieder zurück. Oh ja. Oh, jetzt mal aus der Distanz der Schuss. Nein, was machen wir denn? Kurz mal Walker hier weggegrätscht. Bei Alex Hunter müssen wir natürlich auch über die Familie sprechen. Okay, jetzt der Großvater Jim Hunter ist eine englische Fußballlegende aus den 60ern. Wäre ja fast bei der WM 1966 dabei gewesen. Auch sein Vater Harold war Profi, auch wenn seine Karriere verletzungsbedingt nicht lange dauerte. Inler. Ja, und die Verletzung, die spürt auch der Sohn. Alex Hunter. Das könnte die Chance werden. So, jetzt kommen wir hier mal über die Seite mit Hunter. Jetzt wollen wir hier wieder Action haben. So viel Action gibt es ja auch leider nicht. So, und jetzt geht es hier direkt rein in Halbzeit Nummer 2. Hunter hier mit dem Ball gewinnen. Alex Hunter. Auch wenn das erstmal keine Punkte gibt. Aber erstmal ganz egal. Walker ist jetzt hier durch und er ist auch ziemlich schnell. Jetzt muss der Ball hier reinkommen. Oder er macht ihn einfach selber rein. Walker mit dem Treffer. Boah, das hat aber richtig gut gemacht. Erstmal richtig Tempo und dann auch noch ein richtig guter Abschluss. Und für ihn können wir uns natürlich so richtig freuen. Oh, da ist direkt der nächste Angriff und jetzt ist der Ball auch im Tor. Das ist bitter, Dortmund trifft hier spät. Aber noch ist es noch nicht zu spät. Oh ja, das könnte gefährlich werden. Hunter ist jetzt hier fast schon frei vor dem Tor, den muss er jetzt selber machen. Hunter mit dem Schuss, aber nicht mit dem Treffer. Oh, gucken wir direkt auf die nächste Aktion, ähnlich wie eben. Und hey, das wird jetzt hier die letzte Aktion des Spiels sein. Hunter spielt mal lieber auf Außen. Oh, jetzt könnte es richtig gefährlich werden. Hunter muss den Ball jetzt hier reinmachen. Hunter macht den Ball nicht rein. Der Nachschuss geht auch nicht rein. Ist das bitter. Leider kein Treffer gemacht, nicht perfekt gespielt, aber zumindest hat Danny Walker jetzt hier seine erste richtig gute Aktion gehabt. So, jetzt kommt hier wieder Wayne Williams. Ja, ich hoffe, die Kasse hier bei Leicester City ist nicht groß genug, damit der hier geholt wird. So, und jetzt sehen wir erstmal, Hunter spielt nicht von Anfang an. Vardy ist da wieder am Start, aber ich denke, wir werden reinkommen gegen Real Madrid. Hallo aus dem Century Link Field. Zum abschließenden Vorbereitungsspiel von Leicester City. Und heute geht's gegen Real Madrid. Und los geht's! Gucken wir mal auf die erste Aktion Real Madrid. Zum Glück nicht mit dem Treffer. Fans sind auch hier in der USA am Start. Jamie Vardy hat letzte Saison so richtig gut gespielt, wird hier gefoult. Das sieht nicht gut aus, scheint verletzt zu sein. Ja, sie werden wechseln. Und das sieht erstmal für ihn nicht gut aus, aber für uns könnte das eine richtig gute Sache sein. Wie blöd sich das jetzt auch nach einer Verletzung anhört. Leicester will noch mal mehr in dieses Spiel investieren. Aber jetzt kommen wir natürlich rein. Vielleicht geht mit ihm ja noch mal mehr in der Offensive. So, erster Lauf und direkt mal der erste Pass. Und da wird auch direkt mal durchgespielt. Wir sind jetzt nicht vorne mit drinne. Komm, jetzt hier vielleicht mal auf diese Seite. Der Ball geht nicht rein. So, jetzt muss der Ball aber reingehen. Nein, das kann doch nicht sein. Der Ball ist immer noch nicht drin. So, nächste Aktion. Hunter direkt mit dem Pass weiter. Funktioniert erstmal noch nicht. Schuss aus der Distanz. So, CR7 kommt jetzt hier auch einfach mal rein. Der ist der beste Spieler hier in FIFA 17. Und jetzt wollen wir auch ein richtig guter Spieler sein, beziehungsweise den nächsten Schritt gehen. Nein, ein paar Zentimeter verhindern, dass der Ball da durchkommt. So, jetzt guter Ballgewinn hier an der Seitenlinie.
Jetzt müssen wir aber natürlich ordentlich nach vorne kommen. Oh ja, da müssen wir den Pass spielen. Und der Ball kommt hier gleich vielleicht auch wieder zurück. Oh ja, der Ball kommt nicht zurück. So, jetzt geht's hier rein in die letzten 10 Minuten. Den Ball müssen wir hier nach vorne spielen. Hoffentlich kommt er hier wieder zurück. Hoffentlich kommt er zurück oder einfach ins Tor rein. Walker macht den Treffer. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sind doch hier der Main Character, oder nicht? Glauben wir nicht meinen Job. Das ist schon mal das 1-0 hier gegen Real Madrid, die jetzt aber den ganz, ganz schnellen Ausgleich machen mit Ødegaard. Jetzt wollen wir aber nicht zum zweiten Mal hintereinander 1-1 spielen. Und dieses Mal soll es natürlich am Ende ein ganz anderes Ergebnis geben. Komm, jetzt müssen wir mit Hunter durchlaufen. Den müssen wir hier machen. Hunter mit dem Treffer gegen Real Madrid. Und das ist hier sein Standard-Jubel. Muss gleich vielleicht mal was anderes versuchen, aber Hauptsache, wir machen erstmal den Treffer. Hauptsache, wir können hier den nächsten Treffer feiern. So, jetzt hier auch der erste Einwurf der Karriere. Hier wollen wir alles dokumentieren. Vielleicht jetzt hier auch die erste Vorlage. Das ist die erste Vorlage. Mahrez, mach den mal rein. So, Trainer. Tor und Vorlage. Darf ich jetzt mit dir reden? Ne, wir haben keine Synchro. Sorry. Und jetzt ist das Spiel auch zu Ende. Was für eine Leistung von Hunter. Ja, die Vorbereitung mit keiner einzigen Niederlage lief doch schon mal richtig gut. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Oh, Thomas Rodriguez. Dass es kein Sieg geworden ist, ist sicher enttäuschend. Sí, bueno. Queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande. Warum müssen wir uns jetzt Thomas Rodriguez anhören? Ich verstehe es nicht. Hat die Verletzung eine wichtige Rolle gespielt? Sí, tuvo mucho, pero Alejandro. Der hat uns erwähnt. Tuvo la oportunidad de entrar. Guter Mann. Ja, hecho un buen partido. Ja, so ein bisschen auf Krampf dazwischen geschoben, aber ganz egal, nehmen wir auch mit. Und jetzt geht's natürlich wieder zurück nach England. Real Madrid, Mann. Absolutes Endziel für diese Karriere. Ich weiß, Mann. Ich kann's auch nicht glauben. Hey. Ja, Mann. Das war richtig gut, Mann. Gemeinsam auf dem Rasen ist bloß ein Testspiel. Die wissen, wer wir sind. Komm, gemeinsam auf dem Rasen, unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass wir auf demselben Rasen waren wie die. Die sehen im echten Leben ganz anders aus, oder? Ja, vor allen Dingen spielen die auch sehr viel besser. Oh, hab eigentlich gedacht, es geht jetzt hier um Walker und Hunter und nicht um Real Madrid. Weißt du, was so abgefahren ist? Gestern noch spielen wir in ab 14 Klappern und heute spielen wir gegen Los Blancos vor den Augen von zehntausenden verrückten Fans. Gewöhn dich dran, Mann. Wir sind jetzt mittendrin. Nachdem unser bester Mann ausgefallen ist, wer weiß, wie lange wir jede Abwehr der Premier League abzocken werden. Du machst die Pässe, ich die Tore. Was? Ich mach das schon. Wir sind ein tolles Duo. Hoffentlich bekommen wir... Ja, komm. Erstmal tolles Duo. Hier wollen wir nicht auf Konfrontation gehen. Wir zwei sind nicht zu stoppen, Alter. Ist fast wie Telepathie. Ja, die neuen Rooney und Ronaldo, Mann. Shearer and Sutton, SAS. Du Nerd. Euer Selbstbewusstsein ist super. Aber in Mathe schwächelt ihr etwas. Bist du hier der Mathelehrer oder was? Bitte was, Toro? Meinen Berechnungen nach ist derzeit nur einer unserer Spitzenstürmer verletzt. Und zwei für einen funktioniert nicht. Sicherlich mache ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Oh. Ich glaube, da wird auch noch was kommen. Und wenn ihr abonniert habt, dann seht ihr das in den nächsten Tagen.